So, hallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Race. Ich darf euch heute Scraps vorstellen. Das ist ein Combat Vehicle Driving Game mit Team Deathmatch. Deathmatch soll wahrscheinlich kommen. Ich habe hier nur die Pre-Alpha in der Version 0.2.12.1. Mit dem Entwicklerstudio habe ich aber nichts zu tun. Jetzt gucken wir uns mal an, was wir machen können. Singleplayer und Multiplayer sind halt noch nicht in der Version verfügbar. Wir können uns hier mal den Vehicle Editor anschauen. Da haben wir die Möglichkeit zwischen einem Small und einem Medium Chassis. Und ich glaube, ich nehme mal das Small. Bestimmt schnell und wendig, hoffe ich zumindest. Fangen wir doch mal mit dem Cockpit an. Das dürfen wir hier frei draufsetzen aufs Fahrzeug. Aber ich will dann doch schon irgendwie was Ansehnliches schaffen. Oh, ein Cowcatcher. Ein Kuhfänger. Alles gut. Sieht doch aus wie eine Eisenbahn. Dann haben wir Blöcke. Damit können wir bestimmt später mal irgendwie was machen. Movement. Ah, die Motoren. Okay. Large. Oh ja, large ist large. Also das kann man nicht anders sagen. Den kann ich hier ja schon gar nicht mehr draufklatschen. Nehmen wir den Medium Engine. Der hat 185 kW und produziert 0,4 kW. Sind nicht die Welt. Kann man das vielleicht verdoppeln? Und klatsche ich mir doch hier auch noch mal einen dran. Tatsächlich. Jetzt ist zwar die Effizienz runtergegangen, aber die kW, die er leistet und die er produziert, haben sich verdoppelt. Ist ja auch nicht verkehrt. Other. Tall Scrap Container. Scrap sind wahrscheinlich dann die Teile, die man freisetzt, wenn man Gegner zerstört oder Gegenstände oder was auch immer. Kann ich mir noch nichts drunter vorstellen. Power. Small Generator. 100 Kilo, hält 100 Hitpoints aus und produziert 750 Watt. Ja, die nehmen wir doch mal. 3,5 Kilojoule. Oh, da geht sogar die Federung mit. Geht sogar die Federung mit nach unten vom Fahrzeug. Link Suspension. Okay. Damit kann ich jetzt die Federung zusammenführen und kann sie miteinander verstellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hinten muss höher, weil er da schwerer ist. Und vorne muss tiefer. Dann kann ich das auch einzeln einstellen. Okay. Ja, witzig. Weapons. Small Machine Gun. Wo kann ich die denn dran bauen? Small Machine Gun. Ah ja, okay, die passen dann also so nicht mehr nach vorne gedreht. Muss ich mir mal. Jetzt nehmen wir mal einen Block. Da ist mir jetzt mal was eingefallen. Ein Block und auf die Seite auch. Dann gucken wir mal. Weapons. Small Machine Gun. Zack. Zack. Okay, wir verbrauchen 1,71 Kilowatt und wir haben 3,5. Hier oben der Bereich scheint gesperrt zu sein. Da dürfen wir nichts drauf bauen. Large Cannon. Aha, okay, die würde hier drauf passen. Sieht das denn auch? Da wird sie auch drauf passen. Okay, dann klatschen wir da. Oh. Nee, die müssen wir wieder wegnehmen. Zieht zu viel. Medium Cannon. Zieht auch schon zu viel. Okay. Ich weiß ja noch nicht, was das so produziert. Also klatschen wir sie doch drauf. Ist mir egal. Immer her damit. Vorhin hat man noch Light Armor. Der hält 125 Hitpoints ab. Damit schützen wir doch mal den Motor. Von oben und von vorne wird mir wohl keiner draufschießen können.
Unten könnte ich ihn auch noch sichern, aber ich glaube, das ist auch nicht notwendig. Light Armor auch noch an den Motor. Oh, ich denke, dann können wir mal fahren, wa? Dropship in Steuerung. Okay, das ist die grundlegende Steuerung über die Tastatur mit Maus. Ich spiele das aber jetzt trotzdem mit dem Xbox Joypad, weil ich einfach der Meinung bin, es ist schöner. Gut, okay. Gas. Handbremse, okay. Oh, da kann ich feuern, sehr schön. Ja, wir befinden uns hier auf der Testmap. Mehr ist ja noch nicht verfügbar. Es ist eine... Ich denke mal, wenn ich an früher denke, wie groß die Level immer beschrieben wurden, kann es eine 1024 zu 1024 Karte sein. Weil man doch, wie man hier sieht, ein bisschen Weg zurückzusetzen hat, bis man das Ende erreicht. Schießen wir mal dauerhaft. Aber das passt doch von der Energieverwaltung her. Unten rechts, unter der Geschwindigkeit, sieht man die Joule, die ich verbrauche, wenn ich hier Dauerfeuer mache. Da komme ich doch bisher ganz gut mit klar. Was passiert, wenn ich für die Kanone keinen Strom mehr habe? Die MGs scheinen ja kaum was zu fressen. Naja. Jetzt schießen nur die MGs, bis es sich wieder aufgeladen hat, genug Power für die Kanone besitzt. Und ich bin immer noch nicht am Ende der Map. Lädt sich auch schnell genug wieder auf. Vielleicht noch nicht schnell genug fürs Multiplayer. Aber den haben wir ja noch nicht. Leider auch keine Bots in der Pre-Alpha. Wir können halt nur gucken, wie es grundlegend funktioniert. Die Federung bewegt sich mit beim Fahren. Auch die Räder drehen sich. Das ist natürlich sinnvoll beim Autorennen. Kann man sich überschlagen? Hier wohl noch nicht. Ich weiß nicht, warum mein Generator da irgendwie so Funken schlägt. Vielleicht habe ich ihn schon beschädigt, als ich da durch die Kisten gefahren bin. Ist mir vorher nicht aufgefallen. Gucken wir mal. Ja, ich denke aber, das grundlegend war es das schon. Mehr gibt es hier noch nicht zu sehen. Ich bleibe auf jeden Fall an diesem Spiel dran und guck mal, was die Entwickler so von sich geben. Was hier so passiert in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. Ich will mal nicht hoffen, dass es zu lange dauert. Aber mal schauen, wenn der Multiplayer da ist, was das so hergibt. Bis dahin würde ich erstmal sagen, sehen wir uns bestimmt bald wieder.